bei mir steht jetzt Herr Hampel von der Firma GVM Gorm Partner. Er ist im Hause GVM der Riester und Rürup-Experte, gerade was die private Altersvorsorge angeht. Und er wird mir jetzt gleich einige Fragen zum Thema Altersvorsorge und Riester-Renten beantworten. Herr Hampel, der Staat fördert den privaten Vermögensaufbau mit Hilfe von Riester- und Rürup-Renten. Können Sie uns kurz erläutern, was ist denn die Riester-Rente, die Rürup-Rente? Wie funktionieren diese Modelle? Erstmal schönen guten Tag, Herr Scherer. Also das Thema Riester- und Rürup-Rente ist ja sehr breit in den Medien vertreten. Man muss erstmal grundsätzlich sagen, es betrifft zwei unterschiedliche Schichten. Der Riester ist eher gedacht für den Angestellten, während der Rürup eher die Vorsorge für den Selbstständigen ist, weil die ganz einfach von der Konzeption total unterschiedlich sind. Okay, und wie sieht es aus? Für wen sind diese Produkte besonders interessant? Also erstmal muss man sagen, dass die, wenn man mal auf die Rürup-Rente geht, prinzipiell für den Selbstständigen schon sehr, sehr interessant sind, unabhängig vom Alter, weil der Selbstständige dahin einen Insolvenzschutz erhält. Es ist ja so, man wird nicht zwangs immer aufgrund eigenes Verschuldens in die Insolvenz getrieben. Es fällt ein großer Kunde auf und dann ist es so, dass auch das private Vermögen, auch die private Vorsorge in die Insolvenzmasse fällt und dann natürlich ganz klar ist, wenn mir das mit 50 passiert, habe ich nur noch 10 Jahre Zeit, eine Altersvorsorge aufzubauen. Von daher ist es von Vorteil, dass wenn dieser Bereich halt nicht in die Insolvenzmasse fällt, dass ich die zum 60. Lebensjahr noch übrig habe, um daraus meinen Lebensabend zu finanzieren. Spielt denn hierbei die Wahl des Versicherers oder des Produktes eine Rolle? Erstmal gesehen nein, weil die Grundkonzeption muss passen. Wenn diese Grundkonzeption passt, dann ist sicherlich der Anbieter sehr entscheidend, ob daraus eine Rente zu finanzieren ist, die im Alter ausreichend ist oder auch nicht. Gerade so Thema wie Kosten, wie wird investiert, Garantie der eingezahlten Beiträge, ja, nein sind ja entscheidende Punkte, ob sie später mal eine Rente kriegen oder auch nicht. Also im Prinzip beeinflusst das nur die Höhe der Rente am Schluss, beziehungsweise was am Ende rauskommt im Vergleich zu den Kosten, die man reinsteckt. Selbstverständlich. Schlimmster Fall ist ganz einfach, wenn Ihr Versicherer oder auch die Bank, wo sie es gemacht haben, pleite ist und nicht mehr da ist, dann ist natürlich auch ihre Rente dementsprechend weg, beziehungsweise wenn sie über einen Versicherer in ein Garantiekonzept geht, über Protektor, dann halt nur noch sehr gering da. Herr Hampel, in den Medien hört man immer, die Riester-Rente passt für jeden. Können Sie mir dazu ein kurzes Statement geben? Sehr gerne, danke für die Frage. Es ist natürlich so, Sie sagen erst, man hört, Riester passt für jeden, dem ist leider nicht so. Es ist natürlich klar, dass gewisse Kundengruppen schon von der Riester-Rente, von dem Modell, schon von vornherein rausgeschlossen sind. Das sind alle die, die nicht in die deutsche Rentenversicherung einzahlen. Ausgeschlossen natürlich, oder wieder eingeschlossen, muss man ja sagen, sind natürlich die Angestellten des Staates, die Beamten, die natürlich auch riestern dürfen. Das große Problem an der Riester-Rente ist, dass die Riester-Rente auf zwei Arten eine Förderung erfährt. Einmal über die Gewährung von Zulagen und einmal über die Gewährung von Steuerersparnisse. Wenn man natürlich einen gewissen Anteil seines Einkommens oder besser Vorjahreseinkommens spart. Momentan sind wir da bei 4% und dann ist natürlich ganz klar, dass ich natürlich allein aus der Struktur der Förderung, wie ich Ihnen sagte, Zulagen und der Steuerersparnis natürlich zwei große Kundengruppen ergeben, für die es besonders interessant ist. Natürlich, je mehr Kinder die Familie hat, desto besser ist es natürlich, weil es natürlich neben der Zulage für die Erwachsenen auch eine Kinderzulage gibt. Und natürlich wegen der Steuerersparnis, je mehr Steuern sie zahlen, desto eher haben sie natürlich auch einen Vorteil. Verlierer in diesem Konstrukt sind ganz klar die Menschen des mittleren Einkommens, weil natürlich, wenn nicht die Zulagen da sind, auch nicht die Förderung über die Steuer da ist, weil der Steuersatz dementsprechend niedrig ist. Und wann lohnt sich der Einstieg in eine Riester-Rente? Der Einstieg für eine Riester-Rente, ja, lohnt sich eigentlich, wenn diese Parameter passen. Das heißt, wenn die Förderquote in Regionen vordringt, die entscheidend sind oder die gut sind, um ein Vermögen aufzubauen, dann natürlich so früh wie möglich über den Zinseszinseffekt und sonstige Dinge. Aber wie gesagt, es ist halt immer auch die Frage, wie sieht der spätere Lebensweg aus? Haben Sie vor, selbstständig zu machen oder sonstige Dinge? Weil dann es natürlich wieder sein kann, dass sowas gestoppt werden muss, weil natürlich dementsprechend sie nicht mehr förderberechtigt sind. Also hier ist auch Vorsicht geboten vor Beratern, die einem wirklich eine Riester-Rente verkaufen wollen, obwohl man sie vielleicht gar nicht passt individuell. Selbstverständlich, ganz klar. Das ist natürlich so, durch den Rückenwind in den Medien, eine Riester-Rente passt für jeden und es gibt Geschenke vom Staat. Müssen wir gucken, überall werden sie mit Geschenken geködert und gelockt. Es ist natürlich ein recht einfaches, ich sag mal, Verkaufen und die Beratung geht natürlich hinten dran. Also die individuelle Beratung muss wirklich vorne dran sein als erster Punkt. Selbstverständlich muss die Beratung im Vordergrund stehen, dass man einfach schaut, wie hoch ist die Förderquote, wie sieht die persönliche Lebensplanung aus, kann man das schon abschätzen und dann natürlich selbstverständlich
welchen Anbieter wählt man? Weil gerade wenn über Steuerersparnis oder über Zulagen, über Geschenke eine Sache, ich sag mal, bewusst verkauft wird, natürlich der Versicherer sich mit immens hohen Kosten daran auch bedienen kann, weil das natürlich Intransparenz ist. Hempel, wir danken Ihnen für das Gespräch. Bitteschön.